Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Wie ich gerade auf Instagram angekündigt hat, übrigens, wer mir nicht auf Instagram folgt, das kommt dir immer so schön eingeflogen am Anfang des Videos, habe ich gerade schon mitgeteilt, dass es draußen ein bisschen mehr regnet, als mir lieb ist, da, so. Und ich deswegen das Auto nicht nach draußen schieben kann, um das Armaturenbrett auszubauen. Nicht auch zuletzt deshalb, weil ich eine leichte Männergrippe habe, beziehungsweise eine starke Männergrippe habe. Und ich mir das nicht noch schlimmer machen möchte. Deswegen, ja, geht es jetzt das erste Mal an den Motor. Ja, und zwar werden wir gucken, dass wir schon so ein paar kleine Teile ausbauen, was da Sinn macht und ob ich euch irgendwo positionieren kann. Ja, losgehen wird es dann erstmal klein, und zwar hier mit dem Luftfilterkasten. Und von da aus arbeite ich mich schon Richtung Ansaugbrücke vor, sodass wir den Bereich hier komplett leer kriegen, langsam aber sicher. Vielleicht nicht heute, ich weiß es noch nicht, je nachdem, wie alle Schrauben sitzen. Ganz einfach, dass ich dann langsam aber sicher schon anfangen kann, hier alles leer zu räumen, um dann halt auch zu wissen, wie es dem Motor geht, weil ich ja dann nach hinten reingucken kann, also nach hier unten reingucken kann, ohne Probleme, und dann schon ein bisschen mehr sehe von dem Motor. Der Kasten ist jetzt schon raus. Man sieht da unten diese Schraube. Ja, die wollte sich leider nicht lösen. Aber das habe ich auch schon gesehen, dass das so sein wird, weil der Luftfilterkasten hier diese abgebrochene Stelle schon hatte. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das vorher auch einfach nur drüber gestülpt wurde. Von daher ist das kein Verlust, zumal dieses ganze Gafferbandgedönse da sowieso nicht so geil ist. Dann war hier noch eine Schelle, also hier eine Drosselklappe, die habe ich einmal abgemacht. Und damit ist der Luftfilterkasten auch schon raus. Hier der Schlauch wurde auch einmal abgezogen. Und ja, jetzt fange ich langsam an, mich an die Ansaugbrücke vorzuarbeiten. Ja, ich habe schon mal angefangen, jetzt ein paar Stecker abzuziehen, ein paar Leitungen abzuziehen. Leider hängt das meiste fest. Was konkret heißt, dass ich da mit WD-40 überall dran muss. Und das Wetter hat sich natürlich jetzt gedacht, ach, es regnet jetzt nicht mehr. Ganz einfach. Macht aber nichts. Ja, wir bleiben trotzdem daran, jetzt die Ansaugbrücke und so auszubauen. Allerdings werde ich morgen weitermachen, sodass das WD-40A einmal durchziehen kann. Und B ist der Akku von der Kamera langsam leer. Das heißt, ich muss dann doch nochmal aufladen und bringe dann auch entsprechende Taschenlampe beim nächsten Mal mit, die ich mir dann an die Haube klippen kann, sodass ihr was seht und ihr nicht so ganz im Dunkeln da rumeiert. Würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ja, für mich ist dann schon ein neuer Tag. Und dann werde ich auch ein anderes Video noch drehen, und zwar, wie ich dann das Armaturenbrett endgültig rausnehme. Ja, ein neuer Tag und ich habe Licht mitgebracht. Das heißt, es geht jetzt an der Ansaugbrücke weiter. Und ich hoffe, dass das WD-40 ganz gut eingezogen ist. Also ich werde jetzt versuchen, die Schrauben nach und nach zu lösen. Ich hoffe, dass keine von denen abbricht. Ich stelle euch mal beiseite. Ich gucke, dass ihr guten Blick darauf kriegt, und dann würde ich sagen, lege ich mal los.
nur, weil ich nicht weiß, wie gut man das sieht, was ich hier mache. Also ich habe jetzt hier einmal die Einspritzleiste abgeschraubt, ja, und hier quasi die Einspritzdüsen noch einmal rausgezogen, weil ich mir hoffe, dass ich dann überall besser dran komme. Weil zumindest, wenn ich das einmal so ein bisschen an die Seite lege, dass ich da überall besser dran komme. Und das mag zwar vielleicht ein bisschen unsinnig klingen, aber das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich so aktiv anfange, einen Motor auseinanderzunehmen oder überhaupt so extrem an einem Motor selber herumschraube. Mag vielleicht ein bisschen dämlich sein für den einen oder anderen, aber ich möchte das alles selber machen, damit ich es lerne, ja, und damit, wenn irgendwas mit dem Auto ist, dass ich selber den Fehler finden kann oder lösen kann. Und deswegen mache ich das alles selber, soweit es geht. Ja, ich würde sagen, ich lege euch wieder hin und dann mache ich weiter. Das war schön gewesen.
Ja, ich habe zwei, drei Sachen jetzt ohne Kamera gemacht. Und zwar zum einen hier die Fuel Rail, also die Einspritzleiste weggenommen. Und entsprechend natürlich auch die Düsen rausgenommen. Also so wie ich das vorhin gemacht hatte, also lose gemacht hatte, habe ich es jetzt einfach komplett rausgenommen. Und man hat ja vorhin gesehen, dass ich die Drosselklappe abgeschraubt habe. Jetzt habe ich entsprechend hier noch die Schläuche alle weggezogen, so dass ich die Möglichkeit habe, die jetzt dort wegzunehmen. Entsprechend den Gaszug muss ich noch im Innenraum lösen, und damit ich den rausziehen kann. Ja, das sind halt so Kleinigkeiten, die ich jetzt mache erstmal noch, weil ich irgendwie hoffe, dass ich dadurch besser an die unteren Schrauben von der Ansaugbrücke komme, weil die sind ein bisschen krepelig, ehrlich gesagt. Da fehlen mir noch, glaube ich, zwei Stück. Und ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert. Ich werde noch ein bisschen was versuchen, und dann, wenn es was Neues gibt, zeige ich euch das, ja? Bis später. Ja, wie man vielleicht gerade gesehen hat, ist die Ansaugbrücke bereit rausgenommen zu werden. Allerdings habe ich jetzt zwei Probleme. Zum einen läuft dort Kühlwasser durch, und dahinter, wo man es jetzt nicht sehen kann. Und zwar, weil ich eine Sache vergessen habe, die ich euch jetzt als Tipp quasi gebe. Lasst das Kühlwasser vorher ab. Ich werde das vielleicht nochmal am Anfang des Videos irgendwie reinschneiden. Ansonsten, wie gesagt, lasst auf jeden Fall vorher das Kühlwasser ab. Macht das bitte auch beim D14. Ich wusste es, hab's allerdings vergessen. Hab jetzt natürlich die Arschkarte, dass ich das jetzt nicht rausnehmen kann. Und das auch ein bisschen gesuppt hat. Deswegen bleibt die Ansaugbrücke jetzt erstmal drin. Die ist zumindest jetzt lose und bereit zum rausgenommen werden. Heißt also, ich werde dann ohne Kamera das Kühlwasser ablassen und dann die Ansaugbrücke rausnehmen. Und noch ein kleiner Tipp von mir an euch: Wenn ihr die Schläuche, die Stecker etc. abzieht, versucht unbedingt alles zu beschriften. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich alles fotografiert habe. Ich denke aber, ich werde das zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich auch nochmal machen anhand der Fotos, so dass ich das dann quasi auch nochmal habe, falls ich bei irgendeiner Sache dann die Kamera oder den Laptop nicht dabei habe, dass ich das dann nachträglich nachschauen kann. Ja, das soll es dann auch schon mit diesem Video gewesen sein. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, und wie immer würde ich mich über euren Support freuen. Ach ja, und kleine Tipps noch. Wenn ihr die Ansaugbrücke ausbauen wollt, ich empfehle es euch, die Drosselklappe abzubauen separat und die Einspritzleiste, ganz einfach, damit ihr mehr Platz zum Arbeiten habt. Wie ihr an die Schrauben hinten bzw. unten kommt, ganz ehrlich, Verlängerung und gib ihm, also ja, ich hätte mir selber fast die Finger gebrochen. Von daher kann ich da euch keine richtigen Tipps geben. Ansonsten, wie gesagt, schaut auf jeden Fall, dass Kühlwasser vorher ablasst. Soll es das jetzt auch gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.